Heute mal ganz ohne Dago, denn Dago ist auf Klassenfahrt. Ich werde leveln, den Planeten eventuell nur bis zur Raumstation verlassen und gucken, ob es da wieder Story-Quests gibt, weil eine brauche ich noch von Narsha da, soweit ich weiß. Und ansonsten, ja, gucken wir erst mal, was haben wir denn hier? Heldenmission. Okay. Kunta Chuta, Kasuyali Kulira, Kanki Kun. Uchusa Yomata Chitoya, Namka Noya Choski Nawi. Chobet I Kafstu an, Dile Jihulo Kuta. Was ist das für eine Mission? Ich sehe nicht tatenlos zu, wenn Verbrecher eure Bürger um ihre Jobs bringen. Makinza li kakava dumpastupa. Taus azulas uvaltung mi chakulka dimaji. Imache churon chika jiliska chanaga. Gut, dann verstehen wir uns. Uwana wada blota wijawa. O wamawanka matuske. Chonki faguta. Chiho poda ji oto fokise. Plus zwei Mission ist, dann breche ich die wieder. Muri rava fupa ji pampa wula. Denn die hatten wir ja alle schon. Es ist ein Helden. Und die hat man tatsächlich schon im Minenkomplex. Dann natürlich aufgeben. Die wollen wir ja nicht nochmal machen, alle. Apropos, nach dem letzten Stream, der keine Ahnung wann war, ich glaube vor 2 Wochen, waren ja noch diese 2 Holokrone zu holen. Die habe ich offscreen geholt, weil das ja wäre nichts für den Stream gewesen, eine halbe Stunde auf so einem scheiß Heißluftballon rum zum Fladderidatschen. Deswegen habe ich das offscreen gemacht und ich glaube am 3. oder 4. Tag, ich habe mich immer frühs eine halbe Stunde hingestellt, habe es dann versucht, hat nicht geklappt und am 3. oder 4. Tag hat es dann geklappt. Ja, also die habe ich auf jeden Fall schon nochmal. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Dort ist eine Quest und da ist eine. Willkommen. Bitte wählen Sie eine. Das heißt, wir müssen im Grunde dahin. Dann machen wir das doch mal. In der Zwischenzeit. Joa. Nichts wirklich Schönes zur Auswahl. Na dann. Fortschritt Taxi. Aha. Das Holo-Terminal. Schön, euch zu sehen, Jedi. Ich bin froh, dass ihr vorbeischaut. Wir machen uns bereit, um aus Anchor Head zu verschwinden. Mal sehen, ob wir Signale von der alten Chaka-Basis aufschnappen können. In der Zwischenzeit haben wir eine neue Spur. Camus hat mit diesen Daten, die er den Gamorreanern abgenommen hat, den Jackpot geknackt. Gibt es neue Informationen? Unter den Daten befand sich eine Personalliste. Sie enthält jeden, der in der Chaka-Anlage auf Tatooine gearbeitet hat. Die meisten Angestellten sind schon lange weg, aber einer ist auf dem Planeten geblieben, nachdem die Chaka-Basis verlassen wurde. Wenn wir ihn finden, kann er uns vielleicht sagen, wo die Anlage war, was das für ein Gerät ist. Vielleicht können wir Lexende vertreiben. Wahrscheinlich nicht, aber sicher. Sein Name ist Gromik Kürzen. Eine Zeit lang hat er sich hier und dort herumgetrieben,
Schließlich hat er eine kleine Feuchtfarm gekauft. Okay. Meint ihr, dass er mit uns kooperieren wird? Schwer zu sagen. Er war früher ein Sicherheitsoffizier, aber das sagt nicht viel aus. Meine größte Sorge ist, dass Lexander und sein Vollstreckertrupp Gromik vor uns finden und ihn zum Schweigen bringen. Cherka wird niemandem mehr schaden. Ich lerne, mich auf euer Wort zu verlassen. Wenn ihr die Befragung von Gromik abgeschlossen habt, werden wir in unserer neuen Frontbasis Stellung bezogen haben. Wenn? Werden wir? Von da aus können wir die Cherka-Anlage selbst suchen. Kommt dorthin, sobald ihr etwas gefunden habt. Na, dann überlege ich mir noch. Ich will mal ganz kurz raustappen hier. Also nicht wundern, wenn das Sound weg ist. Das dahin und das dahin. Wunderbar. Wo soll ich jetzt hin? Einmal da und einmal da. Naja. So und so. Da wären wir doch mal. Ich muss aber unbedingt mal auf die republikanische Raumstation. Dann gibt es noch von Taris die Story-Mission, die ich irgendwie nicht anklicken konnte nach Taris. Und jetzt würde ich es halt gerne machen wollen und so. Und ja. Läuft schon irgendwie. Irgendwie kriege ich mal Sinn. So, das müsste jetzt hier unten normalerweise sein, oder? Jo, da ist es. Warum habe ich nur so wenig Leben? Creepy. Echt creepy hier. Ah, da ist er schon. Noch 20 Minuten, bis ich gehe. Dann schließen die Türen, Warner. Ich liebe euch wie einen Bruder, Warner. Aber die Türen müssen schließen. Hm? Ihr wart noch nicht hier. Ihr seid den ganzen Weg zu meiner Farm gekommen, um meine Maschinen zu reparieren? Hat er sich zum Anfang jetzt ernsthaft zweimal wiederholt? Ich glaube, der hat einen Sprung in der Schüssel. Seid ihr Gromik Hürzen? Ich bin Gromik. Gromik. Grimmig eher. Ich dachte schon, ihr würdet nicht mehr kommen. Die meisten Läden denken, es wäre hier draußen zu gefährlich. Aber die Sandleute, sie zerstören meine Vaporatoren. Echsen zerfetzen meine Waffen und Alarmanlagen. Das hier war mal eine Festung. Aber ich kann einfach nichts mehr reparieren. Gromik, konzentriert euch. Erzählt mir von der Cherka-Basis. Cherka war gut, aber ich habe meine Ausrüstung von Agricor und Balmorra-Waffen. Besser für meine Farm. Ihr repariert das doch, oder? Ich habe die Credits geschickt. Ich muss mich doch irgendwie schützen. Ja, komm. Meinetwegen bin ich auch hier, um eure Farmgeräte zu reparieren. Warum sagt ihr mir nicht, was ihr braucht? Es sind die Vaporatoren und die Perimetersensoren und die Notfallwaffen. Sie müssen repariert werden. Ich denke, es waren die Sandleute. Ich habe die Ersatzteile, nur ich habe Angst, mein Heim zu verlassen, nun, da die Sensoren nicht funktionieren. Davor habe ich auch Angst. Es ist eine Schande. Weiß. Da hat jeder YouTuber-Streamer Angst, das Haus zu verlassen. da lang. Mann! Jetzt. Wenn man sich um seine Sturmlocke in der Kusche kümmert, anstatt ordentlich zu laufen. Ei, ei, ei. So, Nummer 1. Feuchtfarm-Druide. Ein Traum jeder Frau. Oh Gott, der war so flach. Hm.
Cool. Das ist mal eine schnelle Quest. Konsole. Sie zeigt an, dass ihr alles repariert habt. Ihr habt es wirklich repariert. Da waren mehrere Sachen zum Reparieren. Da hätte ich es selbst geschafft. Aber heutzutage nicht mehr. Ihr müsst euch wegen nichts schämen. Da draußen ist es gefährlich. Ihr habt ein gutes Herz. Ihr solltet stolz sein. Es ist gute, ehrliche Arbeit, Farmen zu reparieren. Ja, ob das so gut Wisst ist, ihr, das Herz? Ich war Sicherheitswache bei Charka, aber sie sind jetzt schon seit Jahren verschwunden. Sie haben mich zurückgelassen und ich bin allein hier geblieben. Ob mein Herz so gut ist? Naja. Ja, die zwei. Was waren eure Aufgaben bei Charka? Ich war Sicherheitsoffizier in Cherkas geheimer Waffenabteilung 7. Ich war so stolz. Habt ihr eine Ahnung, woran Cherka gearbeitet hat? Das Forschungsprojekt. Es war streng geheim. Cherka hat uns nie gesagt, was in dieser Höhle war. Als alles schiefgegangen ist, musste ich die Basis verriegeln. Die anderen zurücklassen. Ich habe die Wüste und die Schrecken verlassen und bin nach Enkohert gezogen. Aha. Was für Schrecken? Was ist mit der Anlage geschehen? Etwas hat uns aus dem Inneren angegriffen. Ich erinnere mich nicht. Okay. What? Ich denke, das war genug von dem alten Mann, oder? Ihr seid von Charka. Ich erkenne eure Uniform. Zu schade, dass die Sonnen ihm das Hirn geschmolzen haben. Andererseits war er wohl nie besonders intelligent. Ja, Gromek, ich bin von Charka. Immer noch nicht bereit, persönlich aufzutauchen? Manchmal ist ein wenig Distanz für eine Beziehung sehr wichtig. Charka ist vor einiger Zeit auf Gromek aufmerksam geworden. Wir haben seine Perimetersensoren deaktiviert und gewartet, ob jemand kommen würde. Ihr habt meine Feuchtigkeitsvaporatoren kaputt gemacht. Die auch, ja. Darf ich fortfahren? Unser Honigtopf scheint ein paar Fliegen angezogen zu haben. Und nun steht es mir frei, euch und den alten Mann umzubringen. Nö, hier kommt. Scheiße, ich will den wegballern. Es ist doch wohl offensichtlich, dass ich überlegen bin. Ich spreche aus einem Luftschiff zu euch, das 2 Kilometer über der Oberfläche schwebt. Ich kann euch mit 2 Turbolasern anvisieren und euch Droiden auf den Kopf fallen lassen. Mach doch. Ich habe die Oberhand. Hätte ich vielleicht doch nicht sagen sollen. Ach, schau mal, da kommen sie. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Folgt mir. Die haben mir die Tür regelrecht pulverisiert. Nö. Was heißt denn folgt mir? Einer hat nämlich weggebaut. Oh, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich muss erstmal wieder in die Kacksteuerung reinkommen. Oh, was haben wir da? Was leuchten ist, dass wir dich haben? Gib mir das. Gib her. Ich mag leuchtende Sachen. Ich mag leuchtende Sachen. Die will ich alle haben.
Ist egal, wo lang. Okay. Ah, jetzt komm ich rein. Schön. Der Loot ist nebensächlich, der ist immer gelohnt. Darko. Der das analysiert. Der macht das alleine. Nicht erwischen. Wir sind in Sicherheit. Das war aufregend. Schade, dass ich euch nicht grillen konnte, aber ein Erstickungstod ist auch gut. Viel Spaß in eurem Grab, meine Freunde. Danke. Okay. Er hat Unrecht. Er hat Unrecht. Zuerst. Allerdings. Zuerst. Hier, das ist ein Versteck. Die Jerka-Daten, die ich vor Jahren versteckt habe. Ich habe sie überall in der Wüste vergraben. Und dies ist der erste Teil. Ihr könnt sie haben. Was hat euch dazu gebracht, diese Informationen herauszugeben? Ich will, dass ihr Jerka wehtut. Diese ganzen Jahre voller Geheimnisse. Das will ich auch. Und dann versuchen sie, mich umzubringen. Ich schulde ihnen gar nichts. Und meine Freunde aus der Basis. Ihnen kann niemand mehr wehtun. Als ich das Versteck gebaut habe, habe ich auch einen Fluchtweg geplant. Dort ist ein Hintereingang, durch den ihr nach draußen gelangt. Gromik, ihr seid mein Lebensretter. Geht schon. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ich muss warten, bis sie aufhören, meine Farm zu beobachten. Wenn ihr die anderen Daten über Jerka wollt, ihr findet sie in der Wüste. Lasst sie nicht damit davonkommen. Ach, ich doch nicht. Töte alles und jeden, der sich mir in den Weg stellt. Da lang. Okay, Moment. Das war jetzt der Fluchttunnel. Okay. Wollen wir hier unten drin warmer, dann sind wir gerannt. Das stimmt da hinten und vorne nicht. Hast du dir eigentlich... Ja, ja, schon längst. Hab alle Dadakons fertig auf dem Planeten. Die hab ich schon längst alle. Einmal da hoch, zwitschern. Das ist der andere. Es gibt ja wieder voll viel. Welches als nächstes dran? Ich habe getan, was ihr wolltet.
Dann gehst du jetzt hier hin. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Okay, als erstes geradeaus. Okay. Okay, okay. Oh, schreck mich nicht so. Du kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Meine Ergebnisse waren nicht boing. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Ha, hier, wow. Schnappen, soll das ändern? Bergen, hier. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Was gibt es denn? Ein paar Zähne, wow. Ich kriege auch in der Kantine bei einer Kneipenschlägerei. Apropos, ich vermisse was. Wo ist mein Piepmatz? Mir? Wo ist er? Ja, da rennt er ja. Jo, dann dir noch viel Spaß. Ne? Am Freitag kann ich ja dann wieder nerven. Oh nee, bitte nicht. Dann blockiere ich dich überall. Komm, Piepmatz. Hehe, der Roadrunner. Ist das Torte? Ja, ist Torte. Erstes Level geschafft. So, als nächstes. Ne, dann machen wir gleich erstmal das hier. Warte mal. Das ist da oben. Ne, wir machen erst das da hinten. Wir fahren außenrum. Ich hoffe doch, dass ich richtig fahre. Ja, zur Schocktrommel, genau. Obwohl, ne, wir machen erstmal die Quest fertig. Wir machen erstmal die eine fertig. Fahre ich jetzt überhaupt richtig oder muss ich auf den Berg hoch? Ich glaube, ich muss auf den Berg hoch. Oh ne. Huch, hier sind ja welche. Darko, ich dachte, du kommst erst Freitag wieder. Ja? Ah, okay. Hast du was verloren? Soll ich dir beim Suchen helfen? Ne? Okay. Das musste halt mal sein.
mir fehlt hier noch was zum Aufdecken. Was ist das da unten? Da komme ich nicht hin. Das heißt, ich müsste dann von hier aus nach da kommen. Das ist aber, glaube ich, Sith-Gebiet. Kann man das überhaupt komplett aufdecken? Keine Ahnung. Oh, muss ich jetzt wieder durch das Sandleutengebiet fahren? Bitte nicht. Die machen wieder Aua. Okay. Hey, hier bin ich doch losgeflogen. Schön. Oh Mann. Ich muss noch höher. Nee, ich muss dahin. Hi. Genieß die Landschaft, Camus. Die wenigsten kommen jemals an solch einen Ort. Es ist furchtbar dort. Kein Wunder, dass die Cherka Corporation ihre Basis am Dünenmeer errichtet hat. Dort würde nie freiwillig jemand suchen. Er wird sich dran gewöhnen. Wie war euer Besuch beim alten Gromek? Seht euch an, was ich gefunden habe. Oh, jetzt fängt er an, weil dies sind die offiziellen Cherka-Aufzeichnungen aus der geheimen Waffenabteilung 7. Baupläne, Übersichtskarten. Gromek war ja bestens ausgestattet. Bleibt hier. Ich denke, wir werden euch brauchen. Was? Nee, ich will weitermachen. In Ordnung. Mit diesen Karten sollten wir die grobe Position der Basis bestimmen können. Das Problem ist, dass die Dünen in den letzten paar Jahrzehnten gewandert sind. Wir brauchen Geodaten, um die genaue Position zu bestimmen. Wie werden diese Geodaten ermittelt? Theoretisch sind die Daten nicht schwer zu beschaffen. Ich kann euch einen Feldscanner geben, der sich in den Sand bohrt und uns den Weg zeigt. Aber große Teile dieses Gebiets sind unerforscht. Es gibt Gerüchte über Ansiedlungen von Sandleuten und Crate-Drachen von der Größe eines Raumschiffs. Irgendjemand muss es tun. Und ich bin für die Aufgabe am besten geeignet. Dem kann ich nicht widersprechen. Wenn ihr an ein paar Orten Daten erfasst, kann ich die Position der Basis ermitteln. Kommt zurück, wenn ihr fertig seid. Lasst euch Zeit und seid vorsichtig. Ich und Vorsicht, das passt aber nicht zusammen. Aber sowas von nicht. Also, nee. Oh Gott, wieder Billo-Gelumpe. Nö, ich bin halt voll der Druffgänger hier. Ich bin Action-Action. Ach nee, warte mal, das war der hässliche Typ. Der mir so eine Helden-Plus-2-Mission gibt, das will ich nicht. Oh mein Gott. Oh, Blutkiste. Hey. 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 Ha, ich wusste es. Hui. Moin, Kistchen. So. Überall Gegner. Okay, okay. Trümmerhaufen. Okay, okay. Wo muss ich hin?
Ich muss da rüber. Oder da hoch? Nee, ich muss da rüber. Wow. Da führt ein Weg rüber. Da steht aber welche. So. Du lässt mich in Ruhe? Braves Sandmännchen. Was? Ach, das ist so eine große Überdachung. Medizinischer Pilz. Naja, ob der so gesund ist. Ob der so gesund ist, ist die andere Frage. Warte mal, jetzt bin ich doch hier drüben. Willst du mich verarschen? Ich muss da runter? Hast du was gesagt, Piepmatz? Ach du Heimatland. Ah, was ist das denn? Ein Abhörgerät, okay. Heutzutage sind die viel kleiner. Ich hab's überlebt. Auch wenn nur sehr knapp. Na dann. So. Wo soll ich das jetzt genau machen? Hier irgendwo. Okay. Der dritte ist dort. Also einfach nur hier lang. Na dann. Irgendwas Verstecktes gibt's hier nicht. Schade. Leuchtet was. Ui. Was? Ich muss jetzt. Warte mal. Falsche Ecke. Da, hä? Pünktlichst gelieferte Perfektion. Ja, das mach das mal weg. Hä? Ach, das ist jetzt da oben oder wie? Was ist denn das für eine Scheiße? Mann. Warte mal, wenn ich hier das Dünenmeer fahre. Ah, okay. Komm ich auf das eine Gebiet. Da komme ich in das eine Gebiet, wo ich nicht hin will. Da bin ich, dahin und dann können wir oben bleiben. Gefährdung, diese Aufgabe zu Ende zu bringen. Bergung des Schatzes, genau. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Och, wieder irgendwas für ein Level, wo ich noch nie rankomme. Och, kommt schon. Mein Inventar ist fast voll. Da hoch. Hier oben.
hier oben irgendwo. Okay. Was stehen hier für Dullis rum? Aggressiv. Ha, mein Piepmatz guckt mich an. Fahr mal bitte das Schwert. Fahr mal bitte das Schwert. Mich nicht? Sehr schön. So. Trockenbart-Wumbratte. Gibt's auch noch die Feuchtbart-Wumbratten? Das wäre ja. Die Daten kommen rein. Sieht aus, als wäre es, was wir brauchen, aber. Ich empfange eine Energiesignatur in eurer Nähe. Irgendein Bauwerk, das für Langstreckensensoren getarnt ist. Seht besser nach, ob dort irgendwas zu finden ist. Es könnte nur eine Störung der Scanner sein, aber das bezweifle ich. Okay, wo soll ich jetzt nachgucken? Dorte. Kurze Frage. Das ist wo? Weil da gab's keinen Eingang zu einem Haus. Sag mir jetzt nicht, das ist hier unten, ne? Nee, kann ja nicht sein, da gab's keine Abzweigung. Da unten waren wir ja schon. Da gibt's eine Abzweigung. Na dann. Ja. Noch einer, noch einer. Keiner mehr. Boing, 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 boing. Fahrstuhl. Hui. Kommt jetzt weh. Welches Level ist der? Stufe 29. Ach, der wird ja auch runtergestuft, stimmt. Da war ja was. Hier 50 Druiden Bonus wegklatschen. Das sollte machbar sein. Das sollte doch machbar sein. Ah,
Warum kommen die hier immer nur einzeln vor? Sonst stehen sie doch auch immer in Dreier-Vierer-Gruppen hier rum. Ja, jetzt visierst du den natürlich wieder nicht an. Na komm, machen wir erstmal schnell das. Ja. Einen muss ich noch umklatschen für die Bonusmission. Und wo muss ich überhaupt hin? Nach da hinten, ne? Der läuft einfach ganz in Ruhe weg. Der ist chillig drauf. Ich habe getan, was ihr wolltet. Der ist ja chillig drauf. Endlich vertraut ihr mir eine Aufgabe an. Das war schon die ganze Zeit, Gira. Falsche Taste. So. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ja. Wo ist mein Piepmatz? Nö. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder, der kleine Scheißer. Warum kann ich den nicht umbenennen? Das müssten sie noch einführen. Wächst der Vogel überhaupt noch oder bleibt er so klein? Hey, Altur, bleib mal stehen. Nein, aus. Pfui, stehen bleiben. Schade. Schade, schade. Haben wir irgendwas dabei, was wir und so hier? Aha.
1-8. Mein Gott. So. Wohin? Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ich warte nicht ab. Ach Gott. Hi, da bin ich wieder. Es dauert noch ein paar Minuten, bis diese Scans verarbeitet sind. Was ist... Hey, seht mal, wer wieder da ist. Schlechte Neuigkeiten, Fowler. Die Datenanomalie war ein Chirka-Horchposten. Mist. Lexende muss ihn errichtet haben. Jetzt hat der Cyborg-Spinner unsere Daten. Chirka kann die verlorene Basis genauso leicht finden wie wir. Chaka hat die Basis verlassen. Ist es denn so wichtig, ob Sie sie nun finden? Wir sind davon ausgegangen, dass Chaka uns von der Anlage fernhalten wollte. Vielleicht lagen wir falsch. Vielleicht wollten Sie haben, was Sie zurückgelassen haben. Gromiks Daten. Wir haben ein paar Dinge gesehen. Ja, anscheinend ist Chaka nicht nach Tatooine gekommen, um das Gerät zu bauen oder zu testen. Sie haben es hier gefunden, unter der Oberfläche. Ein Artefakt mit genügend Macht, einen ganzen Planeten auszulöschen, das einfach in der Wüste vergraben war. Keine Firma sollte die Kontrolle über etwas so Mächtiges haben. Ich stimme euch völlig zu. Chirka hat das Gerät entdeckt. Sie haben es analysiert. Dann geschah irgendwas, das sie dazu gebracht hat, es zurückzulassen. Camus, hat der Computer die Scans schon mit Gromiks Bauplänen abgeglichen? Ja. Anscheinend ist der Haupteingang ein paar Kilometer entfernt. Was ist mit den Türcodes? Es gibt ein paar Relais-Türme bei der Basis. Dort finden sich sicher eine Menge Daten, darunter auch die Codes und alte Kommunikationen. Mit den heruntergeladenen Daten aus den Relais-Türmen könnt ihr in die Basis eindringen und das Gerät zerstören. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Ja, das werden wir schon machen. Ich bin so schnell wie möglich dort. Seid vorsichtig. Manchmal in der Basis, Gequatsche falls gerne sie Fallen zurückgelassen haben oder Lexende euch findet. Das genügt, Camus. Zeit, dass Profis die Sache übernehmen. Und ich bin der Profi, genau, da habt ihr recht. Da habt ihr recht, da habt ihr recht. Ein Profi, der gerne mal gegen die Wand rennt. Wo muss ich hin? Was? Okay. Kann ich doch nicht. Kann ich noch nicht. Das ist so ein Stim-Händler da hinten. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Da sind wir aber schnell unterwegs.
Sag mal, kommt mir das so vor, dass wir wirklich schneller als sonst auf dem Gleiter. Nö, das ist eine Helden plus 2, die mache ich nicht. Da leuchtet was. Das kann ich anklicken. Meins. Oh. Ey, ich will das. Nein, ich will die anderen auch anklicken. Nein! Das ist gerade richtiger Beschiss. Was habe ich denn jetzt? Das war's nicht. Das ist Crap. Das habe ich bekommen. Entschlüsselungswerkzeug. Wow. Alles gehört mir. Nix für euch. So, wo müssen wir hin? Zu dem Schniebelding. Das kann ich doch bestimmt gleich anklicken. Warum wusste ich das? Hier spricht Dr. Soprin. Wir haben unsere Baby. Erste Katalogisierung der Artefakte in der Höhle beendet. Sie wurden auf über 20.000 Jahre alt datiert. Wow. Man sollte meinen, das würde die möglichen Erbauer eingrenzen, nicht wahr? Es gab zu dieser Zeit nicht so viele raumfahrende Völker. Aber ich kann keine Zivilisation oder Spezies finden, die zu diesen Merkmalen passen. Selbst Greed-Technologie ist nicht vergleichbar. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Dr. Marek und ich werden das Hauptgerät studieren und die kleineren Relikte den anderen zuweisen, um sie zu beschäftigen. Hoffentlich stößt jemand auf etwas Brauchbares. Cherka wird mit diesem Zeug ein Vermögen machen, wenn wir das Geheimnis entschlüsseln können. Logbuch Ende. Oh, wie hieß denn die Jedi-Meisterin? Jetzt komme ich dir auf den Namen. Die hört sich genauso an. Als eins zu eins die gleiche Synchronsprecherin. Ja. Die gegen Malgus gekämpft hat in den ganzen Teaser-Filmen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Nicht Bastilla, die war ja aus Knights of the Old Republic. Oh, wie ist denn hier die Jedi-Meisterin auf Typhon? Auf jeden Fall ist zwar eins zu eins die gleiche Synchronsprecherin. Sehr interessant. Hätte ja wenigstens die Stimme ein bisschen verstellen können. Aber nur ein bisschen. Bastilla Shan, war die eigentlich aus 1 oder 2? Ich glaube aus KOTOR 1, wenn mich nicht alles täuscht. Hier spricht Direktor Antai. Wie allgemein bekannt ist, gehört die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu Cherkas höchsten Prioritäten. Und wir nehmen Unfälle sehr ernst. Daher führen wir aufgrund von Bedenken bezüglich der Untersuchungen des Geräts ein neues Verfahren ein. Wer auch immer das Gerät begutachten möchte, benötigt eine schriftliche Erlaubnis von mir und Dr. Daigo. Untersuchungen durch Droiden oder ferngesteuerte Scanner dürfen weiterhin wie gewohnt durchgeführt werden. Der Terminplan unserer Abteilung wird dadurch nicht beeinflusst. Seid ihr euch da sicher? So, Mikro wieder richtig ausgerichtet. Ich muss mich mal anlehnen hier. Bisschen bequem sitzen beim Zocken. Denn wer hat, der kann. Ach, hör mal, dieses Hin- und Hergefahren.
Ich möchte, dass meine Bedenken aufgezeichnet werden, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Ich mache mir Sorgen wegen des Geräts. Seine Energiewerte schwanken immer noch und es versucht, sich mit den kleineren Artefakten zu verbinden. Ich denke, es ist eine Waffe. Vielleicht eine Bombe. So Prinz' Theorie, es würde sich um ein Werk der Gree-Enklave handeln, ist albern. Wir haben bereits Hinweise auf eine Zivilisation, die Tatooine besucht hat. Und es waren nicht die Gree. Wir haben ähnliche Technologie in den kaschikischen Schattenlanden gefunden. Ich bin mir sicher, das unendliche Reich steht mit den Ursprüngen des Geräts in Verbindung. Egal, was andere sagen. Und ich bin es leid, ignoriert zu werden. Das bin ich aber auch leid. Also, da verstehen wir uns, Bro. Da verstehen wir uns 1:1. Und da hinten fliegt der Ballon, auf dem ich eine halbe Stunde jedes Mal stand. Nur um an die Datacrons zu kommen. Ich sag euch. Nie wieder. Nie wieder. Ach, schau mal an, hier ist ein Mob. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Er greift mich gleich an. Nö. Dr. Lerek ist fort. Er hat eine Versetzung beantragt und ist auf dem Weg zurück nach Anchorhead mit einem der kleineren Relikte im Gepäck. Gut, dass er weg ist. Es war anstrengend, mit ihm zu arbeiten. Trotzdem. Lereks Theorie über ein altes, unendliches Reich und eine fremde Meisterspezies war bestenfalls ein wissenschaftlicher Randfall. Aber manche seiner Daten machen Sinn. Ich werde morgen eine neue Testreihe starten, indem ich das Gerät mit einem ferngesteuerten Arm öffne. Wir werden sehen, was dann passiert. Ein ferngesteuerter Arm. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Muss ich jetzt die ganze Wüste durchqueren hier? Das wird irgendwann auf Dauer langweilig. Schulfertigkeitenhändler, Sanitätsdruide, nichts Besonderes. Nix Besonderes. Ey, geh weg, das muss ich anklicken. Leute, noch den Sunshine. Mitarbeiter, hier spricht Direktor Antaille. Ich bitte alle Mitarbeiter zuzuhören und ruhig zu bleiben. Vor einigen Minuten kam es im Hauptlabor zu einem unbedeutenden Gerätefehler. Als Vorsichtsmaßnahme veranlassen wir eine Abriegelung des gesamten Komplexes. Im Falle eines Versuchs, die Abriegelung außer Kraft zu setzen, werden die Computer Gewalt anwenden. Cool. Ich bitte alle, an ihren Plätzen zu bleiben. Es wird eine neue Durchsage geben, sobald die Lage sich entspannt hat. Tasman jetzt gefolgbar, egal jetzt denkt ihr. Okay. Oh, ich tut mir leid. Heinz Eich ist ein bisschen müde. Schatzberg. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Ich muss jetzt dahin. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Wo ist eigentlich der Ballon? Da ist er. Und von da hinten oben muss ich starten. Eine halbe Stunde mit dem Ballon fliegen, dann muss ich auf so einen Sandcrawler von den Jawas drauf. Da gab es zwei Datacrawlers. Das eine ist echt ein bisschen schwer oder kompliziert zu holen. So.
Aber bevor ich hier weitermache, mache ich ein kleines Päuschen, gehe in den Rauch, hol mir einen Kaffee und bin gleich wieder da.